richtig schönes, warmes Wetter. Bis zu 20 Grad soll es heute bei uns haben. Ist schon fast ja, sommerlich, würde ich mal sagen. Viele Bienen, Schmetterlinge und Insekten fliegen schon herum. Und es ist auch ein schöner Zeitpunkt, ein paar Pflänzchen zu pflanzen für die Bienen. Habe ich letzte Woche gemacht und da möchte ich euch mal ein bisschen erzählen, welche Pflanzen ich so reingepflanzt habe. An solch einem zauberhaften Frühlingswetter mit viel Sonne macht es noch umso mehr Spaß, im Garten zu sein und die Natur zu beobachten. Sehr viele Hummeln, die Kanika-Biene zum Beispiel und andere Wildbienen, Schmetterlinge auch, die fliegen schon überall herum und ich entdecke jeden Tag neue Insekten, die sich jetzt hier so im Garten einfinden, finde ich sehr schön. Jetzt fangen auch viele Pflanzen an auszutreiben, zum Beispiel die Johannisbeere bei mir. Und auch einige Pflanzen fangen an zu blühen. Also hier im Rasen kommt jetzt so Gänseblümchen mit raus. Und unten an der Schlucht bei meinen Eltern, da fängt es jetzt an, dass die Blaukisten vermehrt anfangen zu blühen. Also dort, wo die Sonnenseite ist, fangen die schon mehr an zu blühen und Blüten zu bilden. Waren auch schon ein paar Insekten dabei, finde ich sehr schön. Und sonst fangen natürlich jetzt auch an, die Blütenzwiebeln auszutreiben und ihre Blüten zu bilden. Draußen an der Wildblumenwiese sind schon die ersten Krokusse draußen, an denen schon die Insekten ihren Nektar schlürfen dürfen. Und vermehrt die Blütenzwiebeln, die mein Vater jetzt überall verteilt im Garten gesteckt hat, die fangen jetzt auch an auszutreiben, auch die Pfingstrosen. Das heißt, das Blütenangebot wird immer stetig mehr. An der Wildblumenwiese habe ich jetzt zum Beispiel Phacelia ausgesät, Ringelblumen, Borage und weitere Blütenpflanzen. Schon mal als Vorbereitung, dass dort, ja, wenn es dann losgeht, schon mal die Blütenvielfalt drastisch erhöht wird. Ich schaue dann natürlich auch ein bisschen, dass ich den Moos entferne, damit einfach die Fläche offen ist, damit dort die Samen keimen können, weil bei Rasen ist es ziemlich schwer, dort eine gute Wildblumenwiese anzulegen. Dann habe ich vermehrt an meinem, im Vorgarten hat ja mein Vater den Lavendel reingesetzt. Der ist auch schon 10 Jahre alt. Da sind jedes Jahr im Juli sind da Hummeln und Wildbienen und Schmetterlinge ohne Ende. Und dort war natürlich ein bisschen Platz an dem ganzen Streifen. Und dort habe ich jetzt vermehrt mir neue mehrjährige Pflanzen besorgt. Zum Beispiel den Oregano, den hatte ich ja schon vor einem Monat. Habe ich den hier vorne im Garten reingesetzt. Habe ich auch schon ein Video dazu gemacht. Und jetzt habe ich mir nochmal ein Oregano und Steinkraut zum Beispiel besorgt. Das ist jetzt der dritte oder vierte, den ich dann einpflanzen werde. Das sind ja halt nicht so große mehrjährige Pflanzen, ein bisschen buschig. Das heißt, dass es den Lavendel vielleicht nicht ganz so stört und dass ich halt auch, weil ich dort Bäume habe, eine kleine Mischkultur auch mit denen mache. Was ich da auch noch zusätzlich reingesetzt habe, war ein bisschen Bärlauch. Der wird ja dann auch anfangen im April, Mai zu blühen und dann verschwindet er sozusagen, ist dann unterirdisch, weil dann der Lavendel kommt. Das ist eine ja, super Kombination, wie ich finde. Dann habe ich noch Beinwellen mit reingesetzt zu den Bäumen oder zu der Pflaume habe ich dann noch mal einen reingesetzt, damit die sich auch gegenseitig unterstützen. Der wird dann auch schön anfangen zu blühen. Thymian ist der zweite, den ich da reingesetzt habe. An der Schlucht hat mein Vater jetzt auch, das haben sie mir neulich erzählt. Da ist jetzt auch ein Thymian drin, ist auch eine schöne Bienenpflanze. Und dann habe ich noch Usop oder wie man das nennt, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob ich das richtig ausgesprochen habe, ist auch eine Pflanze, die ich von meinem Freund habe. Der ist natürlich auch Imker und hat einen Bauerngarten. Alle Pflanzen, die ich euch hier jetzt so vorstelle, habe ich überwiegend von ihm. Und ja, er hat mich halt ein bisschen beraten, was halt gut für die Bienen ist. Und dann hat er mir noch, ich glaube, Salbei. Genau, ein paar Salbei-Pflanzen, die sind auch recht klein, die habe ich auch pikiert. Die habe ich auch verteilt im Garten, damit einfach die Blütenvielfalt und die Pflanzenvielfalt erhöht und dann immer mehr Insekten kommen, damit die natürlich dann auch hier den Folientunnel bestäuben können im Gewächshaus. Dann auch dort die Tomaten mit bestäuben zum Beispiel. Und was ich noch später einpflanzen möchte, ist zum Beispiel Artischocken. Aber ich schaue immer wieder nach weiteren mehrjährigen Pflanzen und Stauden, die ich halt einfach für Insekten und Bienen mit reinsetzen kann, damit ich halt eine gewisse Mischkultur habe. Solche Kräuter wie zum Beispiel Petersilie, Dill, wenn man die ausblühen lässt oder Basilikum, da kommen auch unendlich viele
Insekten und Bienen. Und die werde ich dann einfach bei den Bäumen, die jetzt hier bei uns in den Kübelsets stehen oder auch hier in den Hochbeeten als Mischkultur, wenn da zum Beispiel Tomaten reinkommen, werde ich jetzt einfach als ja, Bodendecker jetzt zum Beispiel Petersilie, Basilikum und Dill mit reinsetzen. Das Steinkraut hier ist auch mehr oder weniger so ein buschartiger Bodendecker. Zusätzlich habe ich noch damit angefangen, ein paar Blütenpflanzen in Schalen auszusehen, darunter Ringelblumen und Tagetes, weil die natürlich noch besondere Fähigkeiten haben bzw. mitbringen. Also zum Beispiel Ringelblumen sollen gegen Schnecken helfen, so viel ich gelesen habe, und sie sollen Nematoden abhalten. Und was ich sehr interessant finde, ist, wenn Ringelblumen blühen und es sonnig ist, dann ist die Blüte offen, und wenn es dann anfängt zu regnen, dann schließen sie ihre Blüten. Das heißt, das ist sozusagen mehr oder weniger so eine Wettervorhersage mit den Blumen. Das habe ich auch bei den Krokussen feststellen dürfen, also an einem Samstag, also an einem Wochenende, wo es dann ziemlich regnerisch war, da waren die Blüten geschlossen, und dann am Sonntag, wo es dann wie heute richtig schön sonnig ist, da sind dann wieder die Blüten aufgegangen. Also das heißt, wenn man ein bisschen die Natur beobachtet und die Blütenpflanzen, dann kann man so ein bisschen das Wetter auch einschätzen. Das finde ich sehr interessant. Und bei Tagetes ist es so, dass Tagetes zum Beispiel Nematoden anlockt. Es gibt ja viele verschiedene Nematoden, also zum Beispiel bei den Ringelblumen weiß ich nicht, welche Nematoden sie abhalten. Und ich weiß auch bei der Tagetes nicht, welche Nematoden sie herlocken. Aber kann man so eine schöne Mischkultur machen. Das Problem ist zum Beispiel bei Tagetes, dass die Schnecken auch sehr gerne Tagetes mögen. Aber ich möchte die trotzdem so als kleine Mischkultur mit einpflanzen. Wie gesagt, bei Pflanzen, die größer sind, wie zum Beispiel Tomaten, kann man solche Pflanzen mit reinsetzen, weil die halt dann nicht ganz so groß wachsen und einfach den Boden zum Beispiel bedecken. Und bei Ringelblumen kann man die zum Beispiel die Stiele abschneiden und als Jauche verwenden. Ist auch sehr interessant. Artischocken habe ich jetzt auch schon ausgesät, aber da hoffe ich, dass ich eine fertige Pflanze von meinem Freund auch bekomme, weil es dann doch ein bisschen länger braucht, bis diese mehrjährige Pflanze anfängt zu blühen. Und weitere Sachen habe ich dann auch nochmal so ausgesät, werde ich dann schauen, was und ja, was ich ausgesät habe, das zeige ich euch dann, weil jetzt ist einfach nur Erde mit ein paar Samen raus, und muss ich schauen, ob hier überhaupt das aufkam. Und wenn es dann soweit ist, dann zeige ich euch auch, wo ich sie hinpflanzen möchte. Besonders einzigartig finde ich, wenn viele Bienen auf einen Haufen da sind oder an einem Ort und es wirklich ohne Ende summt und ja, man eigentlich gar nichts hört, außer nur Biene gesummt. Bei mir im Schrebergarten gegenüber ist ein riesengroßer alter Weidebaum. Und der fängt an zu blühen. Das ist wirklich ein, ja, der leuchtet in einem schönen Gelb, wenn die Sonne drauf scheint. Und dort summen die Bienen ohne Ende. Und dann denke ich mir so, wir müssten viel mehr solche Bäume auch erstens reinsetzen, also solche Weiden. Ich sehe nur sehr wenige solche alte Bäume, zum Beispiel bei mir im Dorf. Da würde ich gerne noch mehr Bäume von denen reinsetzen. Einfach nur, um den Bienen etwas Gutes zu tun. Das finde ich einfach richtig schön. Und deswegen möchte ich auch nochmal die Blütenvielfalt für die Bienen erhöhen, weil davon profitieren wir natürlich alle. Und natürlich ist es auch so, dass man nicht nur das Angebot bzw. die Tracht, wie man es auch in der Inka-Sprache nennt, erhöht, sondern auch hier zum Beispiel solche Insektenhotels oder Nistplätze für die Bienen anschafft. Da habe ich auch schon mehrere Videos dazu gemacht. Also zum Beispiel diese Bambusrohre, weil bei mir im Schrebergarten wächst zum Beispiel Bambus. Da habe ich die einfach abgeschnitten. Hinten haben die ja diese feste Wand. Das ist halt auch wichtig. Habe ich auch schon erklärt in dem Video. Dann habe ich ja noch zwei eigene Insekten- bzw. Bienenhotels aus Holzstämmen gemacht. Zwei Insektenhotels habe ich so oder so. Die habe ich schon letztes Jahr aufgehängt. Da habe ich schon ein bisschen reingeschaut. Die sind auch schon voll. Ist auch sehr schön. Da freue ich mich auch, dass schon mal Bienen vermehrt kommen. Und in meine Hochbeete habe ich auch in das Holz ein paar Löcher reingebohrt, in zwischen 4 und 10 mm, um einfach dort die Möglichkeit zu bieten, dass sich da Bienen einnisten können. Ich freue mich natürlich auch über Kommentare von euch, über ein paar Kräuter oder Blütenpflanzen, die ihr zum Beispiel in eurem Garten habt und wo die Bienen sozusagen verrückt danach sind. Weil ich suche immer wieder weitere Pflanzen. Ich schaue mir auch ein bisschen im Internet so ein bisschen um.
Aber immer wieder kommt dann eine neue Pflanze, die sich zum Beispiel eignet, in den Garten reingepflanzt zu werden oder an die Wildblumenwiese zum Beispiel. Und ja, wenn ihr einfach Anregungen habt, Impulse, freue ich mich natürlich darüber. Und sonst bedanke ich mich vielmals, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und über ein kostenloses Abo. Und wenn ihr noch dabei auf die Glocke drückt, werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, wie sich der Garten hier so weiterentwickelt und wie auch die Blütenvielfalt sich erhöht und vielleicht auch sich die Insekten- und Bienenvielfalt ansteigt. Und sonst freue ich mich natürlich auch, wenn ihr Freunden, Bekannten und Familien von mir und meinem Projekt erzählt, damit sich das Projekt einfach ein bisschen weiter verbreitet. In diesem Sinne genieße ich jetzt einfach weiter die schöne Sonne, werde jetzt noch ein bisschen die Erdanker für den Tunnel reindrehen und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Genießt die schöne Zeit in der Natur, im Garten und ja, viel Spaß und Freude. In diesem Sinne, bis dahin. Thank you.